Zacharia 13, Ausrottung der Götzen und falschen Propheten und der geläuterte Rest. Rema vom 2. März 2022. Ausrottung des Götzendienstes und der falschen Propheten. Zu der Zeit werden das Haus David und die Bürger Jerusalems einen offenen Quell haben gegen Sünde und Befleckung. Der offene Quell ist das offenbarte Wort des Herrn. Zu der Zeit, spricht der Herr Zebaut, will ich die Namen der Götzen ausrotten aus dem Lande, dass man ihrer nicht mehr gedenken soll. Dazu will ich auch die Propheten und allen Geist der Unreinheit aus dem Lande treiben. Falsches, Aberglaube, Zeremonien, Unwahrheiten werden bereinigt. Und so soll es geschehen. Wenn jemand weiterhin als Prophet auftritt, dann sollen sein Vater und seine Mutter, die ihn gezeugt haben, zu ihm sagen: Du sollst nicht am Leben bleiben, denn du redest Lüge im Namen des Herrn. Und es werden Vater und Mutter, die ihn gezeugt haben, ihn durchbohren, wenn er als Prophet auftritt. Die geisterfüllten Menschen werden sich wieder getrauen, die Wahrheit beim Namen zu nennen und für Recht und Ordnung einzustehen. Denn es soll zu der Zeit geschehen, dass die Propheten, wenn sie weissagen, in Schande dastehen mit dem, was sie geschaut haben, und sie sollen nicht mehr einen härenen Mantel anziehen, um zu betrügen. Sondern jeder wird sagen müssen: Ich bin kein Prophet, sondern ein Ackermann, denn vom Acker habe ich meinen Erwerb von Jugend auf. Das angemaßte Priester- oder Prophetentum wird aufgegeben. Und wenn man zu ihm sagen wird: Was sind das für Wunden auf deiner Brust? Wird er sagen: So wurde ich geschlagen im Hause derer, die mich lieben. So wurde der Herr für seine Liebe belohnt. Der geläuterte Rest. Schwert, mach dich auf über meinen Hirten, über den Mann, der mir der Nächste ist. Spricht der Herr Zebaut. Schlage den Hirten, dass sich die Herde zerstreue, und ich will meine Hand wenden gegen die Kleinen. Der Hirte, Jesus Christus, wird getötet. Die Herde, seine Getreuen, werden auf sich selber gestellt, haben aber seinen Quell offen vor sich. Matthäus 26, Vers 31. Und es soll geschehen in dem ganzen Lande, spricht der Herr, dass zwei Teile darin ausgerottet werden sollen und untergehen, und nur der dritte Teil soll darin übrig bleiben. Das Gericht, wie immer es erfolgen mag. Und ich will den dritten Teil durchs Feuer gehen lassen. Läutern, wie man Silber läutert, und den prüfen, wie man Gold prüft. Die werden dann meinen Namen anrufen, und ich will sie erhören. Ich will sagen: Es ist mein Volk. Und sie werden sagen: Herr, mein Gott. Die Läuterung der Seelen und das gegenseitige Bekennen.